Hallo, liebe Kinder. Gleich haben wir einen Gast, der ist so berühmt, ihr werdet es nicht glauben. Wisst ihr was? Ich verrate euch was. Ich glaube es nämlich selbst nicht. Denn dieser Herr, der jetzt gleich erscheint, der hat sich bestimmt verkleidet. Ich glaube, wenn ihr genau hinschaut, dann erkennt ihr ihn auch. Ich glaube, das ist der Räuber. Der hat wieder was geklaut. Aber gut, er wollte ein Lied singen und weil das ein Liederwettbewerb ist, habe ich mir gedacht, gebe ich ihm auch mal eine Chance. Psst, ja, da kommt er schon. Hallo, guten Tag. Guten Tag, meine lieben Kinder. Ihr kennt mich bestimmt. Ich bin aus Amerika. Aus Amerika sind Sie, so. Und wie heißen Sie? Sie können mich Lincoln nennen. Wie? Abraham Lincoln. Ach, der Präsident. Aber der ist doch eigentlich schon tot. Nö, nö, nö. Wie Sie sehen, lebe ich noch ganz gut. Und ich will etwas über meinen schönen Hut erzählen. Aber Sie können sehr gut Deutsch. Eigentlich müssten Sie doch Englisch reden. Nein, nein, ich habe Deutsch sehr gut gelernt und ich singe natürlich etwas über meinen Hut, über Ihren Hut. So. Sie sind sicher, dass das Ihr Hut ist und nicht der Hut vom Zauberer vielleicht? Nein, 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 wie kommen Sie denn da drauf? Na ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ja, nun dann singen Sie mal Ihr Lied. Ja, dann singe ich mal. Mein Hut, der hat keine Ecken, sonst wäre es nicht mein Hut. Ja, das meine ich auch. Bitte? Ja, ich sing weiter. Mein Hut, der hat keine Ecken, sonst wäre es nicht mein Hut. Tralala. Ja, und ich glaube immer noch, das ist nicht Ihr Hut. Aber wenn ich es doch sage, bei meinem Räuber-Ehrenwort. Bitte was? Bei meinem, ja. Also wissen Sie was? Wenn das nicht mein Hut ist, dann soll ich Hokus Pokus Fidibum ein Kaninchen sein. Hallo? Ja, also, das war also doch der Zaubererhut. Ja, jetzt muss ich zum Zauberer und mich wieder zurückverwandeln. Tschüss, Kinder. Tja, und weg ist er. Jetzt ist er ein Kaninchen geworden. Das hat er nun davon. Sein Hut, habe ich mir doch gleich gedacht. Naja, diese Sendung wurde gewidmet dem ersten Fußballclub in Nürnberg. Das wissen wir ja, das kommt immer zum Schluss. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Euer Norbert.